So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Danganronpa 3. Beim letzten Mal haben wir Ermittlungen rund um Mios Mord abgeschlossen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde sagen, bevor wir den Fall beginnen, machen wir es kurz. Erstens nochmal die typische Entschuldigung. Ja, es wird sehr wahrscheinlich heute anfangen zu regnen noch. Das Wetter ist grauenhaft, es tut mir leid, bla bla bla, falls ihr es hört. Und falls nicht, umso besser. Und wie schon angekündigt, ja, ich werde heute Alkohol konsumieren. Erstmal, um einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Kinder, Alkohol ist schlecht. Falls ihr noch jung seid, trinkt kein Alkohol. Falls ihr älter seid und immer noch keinen Alkohol getrunken habt, weil ihr euch bisher davon distanziert habt, macht das weiterhin. Das ist wundervoll. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin leider kein guter Mensch, deswegen werde ich trotzdem Alkohol trinken. Und zwar war der eigentliche Plan am Anfang des Spiels, dass ich in irgendeinem Trial auf jedes Mal, dass jemand Hope sagt, eintrinken werde. Ich habe mich mittlerweile entschieden, dass hier viel öfter das Wort lie verwendet wird. Deswegen werde ich auf jedes Mal trinken, dass jemand lie, lies, lied, lying oder jegliche andere Variation sagt. Genau. Eine kleine Einschränkung, um mich ein bisschen zu retten. Wenn in einer Textbox mehrmals das Wort lies gesagt wird, werde ich trotzdem nur einmal trinken. Also wenn jetzt jemand aus irgendeinem Grund plötzlich ruft, lies, 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 werde ich nicht viermal trinken, weil wenn ich das mache und das öfters hintereinander vorkommt, dann bin ich wahrscheinlich tot. Genauso habe ich mich dazu, ja, entschieden, keine Shots zu trinken, weil ich dann wahrscheinlich auch sterben würde, sondern eine Wodka-Energy-Mische wird aber trotzdem reichen, um mich voll zu regen. Da bin ich mir recht sicher. Ich halte nicht so viel aus. Und ich trinke angemessene Schlücke. Keine Sorge, ihr müsst mir vertrauen. Okay. Mal sehen, wie es wird. Es wird absolutes Chaos. Und ich entschuldige mich jetzt auch schon. Ich werde irgendwann definitiv nur noch in Guides gucken bei jedem einzelnen Minispiel. Weil ich werde da sonst nicht durchkommen. Gegen Ende. Da bin ich mir recht sicher. Aus offensichtlichen Gründen, ne? Am Anfang schon noch, aber irgendwann. Nein, nein. Ich werde nicht mehr denken können. Gar nicht mehr. Gut, fangen wir an. Class Trial. Was steht da? Fängt schon gut an. Ach, in Session, genau. Ja. Nein. Ja, Mann, guck mal, ich bin genauso müde wie du. Jetzt hau auf mit der Scheiße. Ja, danke, mein Gott, holy shit. Ja, aber trotzdem, lass die Scheiße. Die braucht niemand. Mann, was ist los mit dir, Herr Monokuma? Beruhig dich. Oder nein, beruhig dich nicht, im Gegenteil, entruhig dich. Before we start, I just want to ask something since there's not a lot of us left. What happens if the votes result in two first places? Huh? You mean like a tie? It means they're both the blackened. As long as one of them is correct. It's fine. Oh. Cool. Wird eh nicht passieren, Mann. Aber gut zu wissen. Daddy, are you sure you should make a decision like that so casually? Yeah, it's fine. Whatever. Thanks. Since that's answered, I can start enjoying this life or death game now. What game? How long are you gonna keep saying that? Just ignore Kokichi. The rest of us need to work together to find the truth. Got it? We can't die here! Oh my! Himiko has become so determined! It's true! People really do change! But now she's lost what made her so unique. Naja, die Magie ist noch in ihr. That's none of your business! We should focus on the class trial. First, we need to clarify. Kaito's the culprit! Yeah! Natürlich! Why did you say that to my face? While we were all still logged in, Kaito logged out alone, right? You were able to move freely. Doesn't that mean you could have committed the murder? Don't screw around! There's no way I'm the culprit! Kaito right! Kaito couldn't have killed Mew! How long are you gonna keep saying that? Trusted people can still kill, you know? We already saw that a bunch of times. So many times. Since Kaede. Don't you dare speak that name! Yeah. The fact that Kaido was the only one locked out is suspicious. But he's not the culprit. He can't be. Dafür ist er viel zu dumm. Vollkommen richtig. Und außerdem haben wir schon längst geklärt, dass sich auch Leute, ja, andere Leute ausloggen können. Genau so. Haben wir dafür einen Beweis? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht.
Ich muss mir eigentlich, glaube ich, ganz kurz die Scheiße hier angucken. Ich glaube, wir brauchen zuerst die Small Ball of Poison, denn damit wurde sie definitiv nicht ermordet. Denn wir haben geklärt, dass dann die Augen rot sein müssten. Oder sowas in die Richtung, ne? Genau, das waren sie nicht. Also wurde sie auch nicht damit umgebracht, ganz einfach. And the warning on the label proves it. Drinking the poison would result in subconjunctival hemorrhaging. In other words, your eyes would be bloodshot. Oh, but Mew's body. Ja, die That's Augen waren noch weiß. Her eyes weren't bloodshot. She wasn't killed by that poison. Then what was that poison for? Probably a diversion. The culprit wanted us to think Mew died by poison. Außerdem lag es auf deinem Platz. Just saying. Immer noch. Then, what was her real cause of death? Mew's real cause of death. The only one I can think of. Ja, die virtuelle Welt. Ist das hier? Soll ich das auswählen einfach? Bestimmt, ne? This is it. Ja, das ist es. Vollkommen richtig. Mew's cause of death was the killing game simulator itself. In the virtual world, if your avatar takes fatal damage, your real body dies of shock. That was made clear in the program's text file. Mew received fatal damage in the virtual world and died from that shock. In that case, it's fair to say that the cause of death was actually the simulator. Gonta has a question. Where is this virtual world place? What floor is it on? Oh mein Gott, Gonta, bitte sei einfach leise. Tut mir leid. If you don't understand, then don't say anything. Ja, das ist glaube ich besser so. If Mew was killed in the virtual world, then the next thing we need to figure out is what caused her to incur fatal damage within the virtual world. So her cause of death in the virtual world is the one that matters. Oh, it seems like Gonta is confused. So why don't we review things a bit? Ist egal, wir brauchen Gonta nicht. So we split into two groups to find the secret of the outside world. The ones who searched the mansion were me, Shuichi, Tsumugi, Gonta, and that NPC Kaito. Hey, who you calling NPC, you ASS? Yeah. And the others who searched the chapel were Kiboy, Maki, Himiko, and the late Mew. How could someone have given her fatal damage in that situation? That's what we gotta think about. Now, let's all work together. Aww, little Himiko is all grown up. Too bad your chest isn't grown up, though. Darüber reden wir nicht, also außer ich, manchmal hin und wieder vielleicht. That was uncalled for. Someday, my chest will grow like crazy. X doubt. Let's begin then. The fatal damage that Mew received in the virtual world. Let's pin that down. Keine Ahnung, sie wurde gegen die Wand geworfen oder so, ne? Also sie ist irgendwie da... Weiß ich nicht. Was eigentlich heißen würde, dass es Gonta war. I don't know. Vielleicht war es Gonta. Vielleicht weiß nur Gonta nicht, dass es das war, weil er die virtuelle Welt nicht versteht. Vielleicht ist das der Punkt. Whatever did that to Mew was dropped right next to her avatar. Ja, okay, es war der Hammer. Ja, ich stimme zu. Ich stimme doch nicht zu anscheinend. Ja, nein. Das Ding ist halt, dass es ein Geräusch an der Wand von der Kapelle gab. Also... Stimmt, sie hätte von dem Dach geworfen werden können und ist dann durch die Wand geflogen, ne? Also durch die Wand, die nicht wirklich existiert oder halt so halb existiert oder irgendwie sowas. Okay, ich glaube, ich soll tatsächlich Mew's Korps verwenden und Maki zustimmen. Ich habe ja auch direkt am Anfang gesagt, es sah so aus, als wäre sie, mein Gott, so geht das, erwürgt worden. Aber dann ist es wirklich. Was heißt, dass es Kokichi hätte sein müssen? Nein, war ja natürlich nicht, aber ich habe ja schon direkt, als ich ihre Leiche gesehen habe, gesagt, Kokichi, foreshadowing much? Was darauf bezogen war, dass er kurz davor gesagt hat, dass er, ja, auch jemanden erwürgen würde. Und ich weiß nicht. Ja. She looked like she suffered. Very hard to look at. Right.
and the virtual world is connected to our five senses. If her body experienced pain, she must have been in pain in the virtual world as well. Knowing that, I believe Maki is correct. Mew was strangled to death. Yeah, definitely. Natürlich hat sie recht, sie ist Maki. Strangling and poison are the only methods that can make her look like she suffocated. But we already removed the possibility of poison, so it can only be strangulation. Also, when a victim is poisoned, they commonly grab their chest or mouth. But Mew was holding her throat. It's obvious she was trying to protect her windpipe. Oh, the Assassin Master gets really chatty when it comes to corpses. In that case, her exact cause of death is being strangled in the virtual world. But is strangulation even possible in the virtual world? Ja, warum nicht, ne? If the avatars were equally strong, it would be difficult to strangle a resisting victim. Ich hab's. Sie wurde mit dem Toilettenpapier erwürgt. Okay, ich hör schon auf. Yeah, if she was just as strong as them, no way they could have strangled her. Then the culprit would need a tool. There are tons of cases where a weaker person would strangle a stronger person with a rope. Yeah, but wir waren alle gleich stark, weißt du? Wow, you know a lot about killing, nerd. immer dieser Blick. Ich glaube, den sehen wir noch öfters heute. I don't remember seeing one. Scheiße, was ist echt das Toilettenpapier? Holy fuck. Then they must have used something else as a rope. Genau. Something for a rope, huh? I have an idea of what it might be. I found it during the investigation. Darf ich das jetzt wirklich auswählen? Bitte? Bitte, wo ist es? Bitte? This is it! You can't be fucking serious! We found toilet paper outside the okay, das kann leider jetzt nicht mehr die Mordwaffe sein, das wäre zu offensichtlich, weil es schon so früh kommt. Wobei, die Mordwaffe ist ja doch schon relativ früh bestätigt, ne? Ha! Oh, scheiße! Macht ihr das jetzt echt? Geil. Oh, ich liebe es. Ich bin ein fucking Genie. Ja, ich weiß, das ist ein Papier. I'm guessing that the toilet paper was used to strangle her. Gonta, no can ignore that! Oh, okay. Gonta, jetzt sag nicht, hey, Toilettenpapier würde reißen, Mann! Huh? What's wrong? What wrong? Shuichi goofing off! Not gentlemanly at all! Ja, gut. Gonta hat's nicht verstanden, ich weiß. Ich weiß, dass du es nicht verstehst. Du hast auch die Holzbrücke dreimal hintereinander nicht verstanden oder so. Also von daher. Mein Gott. It's no time for nonsense! No can use toilet paper. Mein Gott. In place of rope. Would tear too easy. Nein. Ah, fuck. Gonta know that. And Gonta not smart. Gonta ist sehr smart. Du hast es verstanden. I'm positive toilet paper was used instead of rope. You died such an awful death. So why you not take this seriously? You call yourself ultimate detective? Use your head. Figure out real murder weapon. Okay, ja, aber ich glaube, wir müssen nochmal zurück zum Anfang, weil ich habe das eigentlich schon nicht verpasst. Ja, am Arsch, würde es nicht, denn wir sind in der virtuellen Welt gewesen. Versteh es endlich. Da kann nichts breaken. Nur dein Argument. Because in the virtual world, objects are unbreakable. Breakable? You're so dumb, Gonta. You didn't even know that? If objects can't break in that world, then toilet paper shouldn't be able to tear. And since it couldn't tear, it could be used as a rope. Gonta not really understand, but... Sorry, Shuichi. Gonta was wrong. It's okay, Gonta. Don't worry about it. Killed by toilet paper. It was... Das ist wohl richtig. A fitting end? I do not fully understand that logic. But if Mew was killed near the chapel, why was the murder weapon by the mansion? Maybe the culprit tried to get rid of it to destroy the evidence. If the culprit meant to get rid of the evidence, they did a poor job of it.
There was a much better place where they could have destroyed it. If toilet paper was the murder weapon, then what's the deal with the hammer next to her? Perhaps the culprit prepared a backup weapon, just in case. No, the culprit didn't bring the hammer. No? But who else but the culprit would bring a hammer? Wait, we already know who brought that hammer. Wissen wir? Mew selbst, ja. That's it. Weil sie eigentlich einen Mord geplant hatte. Stimmt, natürlich, sie hat ja auch als einzige Person den Hammer im Skript gelassen, weil sie hat ja den Skript bearbeitet, von daher, ja, logisch, klar. Mew bring hammer? Remember what she told us? Ja, keine gefährlichen Objekte, ich weiß. Außer ein Hammer halt und Toilettenpapier. She did say she deleted any dangerous objects. If that were true, she wouldn't have missed something like a hammer. Meaning that Mew must have left it on purpose. On purpose? But why she do that? Mew brought the hammer for sure. But what did she need it for? We need to make that clear. Okay. Bisher hat noch niemand gelogen übrigens. Also niemand. Es haben bestimmt Leute gelogen, nur ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen enttäuscht fast. Kokichi, gib dir mehr Mühe. What was she planning to do with it? Maybe use it to break down a wall? Uses for a hammer. Gonta no! Mew gonna build stuff with hammer! She probably just brought it for self-defense. Or she secretly met up with someone. And tried to kill them with it. Wow, Kokichi! Das war auch meine Idee! Ja und? Deswegen kann sie trotzdem noch Leute umbringen. Mein Gott. Gut, ja, ich glaube, ich muss Kokichi damit zustimmen. Bam! I agree. Ja, Kokichi, ich glaube, du solltest sterben. So, ursprünglich, eigentlich. Schön, dass das nicht passiert ist, ne? Ja, wundervoll. With me. I was supposed to meet up with Mew on the roof of the mansion. What? Is that true? I overheard them talking about it at the chapel. By the way, Mew asked to meet up with me before we went into the virtual world. I totally forgot where we were supposed to meet, so good thing Keyboy spied on us. Wait, so Mew called Kokichi out? If Mew brought the hammer, I wonder what she was planning to do with it. Kokichi's already figured it out. She was planning to... Ja, weiß ich auch nicht, ne? Kokichi natürlich. That's it. Das war der eigentliche Plan. She was trying to kill Kokichi. She was what? Yep, she plotted to meet up with me and then kill me with the hammer. If you want to prove this, you'll need to figure out Mew's plan, okay? Mew's plan, huh? I'm sure if I analyze the clues we've found, I can figure something out. Alright, let's do this. Was soll ich tun? Psych-Taxi, yay! Dann mache ich das mal. Come on, ist das eine ernst gemeinte Frage? Who tried to kill Kokichi? Ja, wer könnte es bloß gewesen sein? Ich weiß nicht, vielleicht war es Monokuma. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es Kaito. Vielleicht war es jeder, weil jeder fucking Kokichi hasst. Who knows? I don't. Ich denke, es könnte Mew gewesen sein. Hä? Ist das eine Auswahlmöglichkeit? Oh, ich glaube, es war Kaito auf jeden Fall. Ja, Kaito wird es gewesen sein. Kaito ist an allem schuld, wie immer. So, Mew. Wow, danke. Where was Mew trying to kill Kokichi? Wahrscheinlich oben auf dem Dach, würde ich jetzt mal erraten, weil sie sich da treffen wollten. Ist jetzt aber auch nur so eine sehr vage Vermutung, oder? Achso, wow. Ja, in The Afterlife. Gut, es geht wohl erstmal noch viel simpler zu, als ich erwartet hätte. Danke, Spiel. Why was a bottle of poison on Kokichi's seat? Ha! Das ist eine interessante Frage. Das verwirrt mich jetzt wirklich eigentlich. Was hat das damit zu tun? Also ich meine... to the word intention natürlich. Also davon gehe ich aus, aber was genau war denn der Plan? Warum wollte sie das tun? Ich meine, welchen Sinn hat das? Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte denn jemand gedacht, dass er selbst noch begangen hätte damit. Von daher... Aber okay, dann hätte natürlich jemand gedacht, dass... Ah, also ja, klar. Sie hat Kaito ausgelockt. Sie wollte den Mord auf Kaito framen. Von Kaito. Mit dem Gift. Gut, okay, das ergibt Sinn.
She placed the poison on my seat to make us think the murder happened in the real world. She did that too? What? Miu was the one who put that poison bottle there? No, that ain't right. Something's definitely weird about that. Nein, Kaito, ich glaube nicht. Und das wirst du auch bald einsehen, hoffe ich. Spätestens, sobald du merkst, dass es um dich geht. Lock-in, lock-out record. If she did place the poison without us noticing, then she must have logged out at some point. Muss sie? Log back in. Ah. Kokichi, weren't you in the salon around that time? Did you see her log in or log out at all? Nope, I didn't see that at all. If she hadn't logged in or out, then you couldn't have placed the poison. Then who put poison bottle? The only person who logged out early was Kaito. Kaito, your grave just got 10 feet deeper. No, it wasn't me, guys. Okay, ja, Miu hat sich einfach als letztes von allen eingeloggt. Ich denke, das erklärt dann alles. Da müssen wir auch gar nicht mehr drüber nachdenken, dann, was passiert ist. Wir brauchen auf jeden Fall Login, Logout Record. Dem widerspreche ich. Bam, sogar den V-Punkt. Und das Ganze ja nicht, weil ich gerade schon mal verfehlt hatte und deswegen wusste, wo der Punkt ist. Nein, nicht deswegen. Was, wirklich? She had plenty of time to do it. Here, take a look at this. Is this a record of who went in and out of the virtual world? That's right. It says that Miu was the last of us to log in. Yeah, what about it? If she logged in last, she would have had time to move around in the real world after the previous person logged in. That right! She could have placed poison bottle on Kokichi's seat. This was all part of Miu's plan. She tried to kill me in the virtual world, make us think it happened in the real world, then pin the crime on Kaito. Well, that's not my fault. Which is why she manually logged you out, just for that purpose. So she did that to me? Yes, I'm positive of that. Miu used a method only she could use to log Kaito out manually. Ja, mit dem Handy natürlich. Auch das weiß ich. Wo ist das Handy? Ich wünschte, ich würde mich ein bisschen besser hier auskennen. Nein, Cellphone. Da. Das ist es. Vollkommen richtig. Weiterhin. It was the cellphone found by Miu's avatar. That cellphone worked the same way as the phone in the salon. It logs users in and out. I verified this myself when I spoke Kaito's name into it. Ja, worüber nicht allzu glücklich war. Eventuell. Ich war trotzdem ganz schön. With that cell phone, she could force anyone to log out at any time. Kaito für eine Weile los zu sein, ist eigentlich immer was Positives. Ja. But Miu never mentioned a cell phone, right? That's what Shuichi referred to when he mentioned a method only she could use. She kept the cell phone a secret on purpose, so she could use it for the murder. So, she really was planning a murder. And she tried to set me up. Well, I knew that from the start. Then why did you say I was the culprit? Because I wanted to get it through your thick skull. People you trust and defend will ultimately betray you. This is a game of suspicion. Ich hasse es, wie sehr sie alle die ganze Zeit an dem Wort Lie vorbeireden. Sie reden die ganze Zeit über irgendwelche Sachen, die, wo es eigentlich ums Lügen geht, aber sie verwenden das Wort heute einfach so gar nicht. Well, I think your ideals should stay the same. Because phonies like you are what make the game more interesting. Don't you agree, Monokuma? Do I? I don't know about that. Ja, ich glaube, das ist gerade eine kleine Existenzkrise. Habe ich so das Gefühl. Wait, what were we talking about? I wonder when Daddy's gonna get his motivation back. Yeah, if Father keeps slacking off, all the work is gonna get forced onto Mommy. Huh? Mommy? My head! I
feel like I'm about to remember something, but I can't. What's wrong, Monotaro? Pull yourself together! Anywho, it's a blessing in disguise that Mew died and not me. What you mean? Because she wouldn't have said anything about what really happened in the virtual world. You guys would have had a way harder time finding the culprit, you know. She would have been able to lie about the virtual world setting as much as she wanted. Danke. Gut, und zur Feier des Tages, damit es auch noch vorangeht, nach über einer halben Stunde trinke ich jetzt das ganze Glas direkt weg. Sonst passiert heute gar nichts mehr, mein Gott. Das war jetzt zwar eigentlich nicht der Plan, dass ich ein ganzes Glas trinke, aber ich wollte es ein bisschen mitregulieren. Wenn ich merke, die sagen ziemlich oft lie, trinke ich kleinere Schlücke. Wenn die ziemlich selten lie sagen, trinke ich größere Schlücke. Ich weiß nicht so ganz der Sinn der Sache, aber die haben jetzt echt erst einmal lie gesagt. Also musste das jetzt sein. Gut, machen wir weiter. And you'd never know that the murder actually took place in the virtual world. So that's why she decided to attempt a murder, because she had total control. Then the reason Mew was so insistent we go into the virtual world was... damit sie diesen Mord begehen kann, genau. Beziehungsweise, damit sie auch das Alibi hat und so weiter und so fort. Ich weiß, danke. Geh weg. She was insistent we go there so she could kill us. What a shady person. I was sad that she was gone, but now I don't know what to think. Nice! Backstabbed by a trusted friend. Ja, und außerdem mochtest du sie eigentlich sowieso nicht, also du brauchst nicht mehr traurig sein, alles gut. See, that's an ideal fun situation. Now we can start a real class trial. Hey, Kokichi sort of sound like Monokuma. Und deswegen ist Monokuma so demotiviert. Ihm wurde sein Job weggenommen. Aha. Really? I don't sound anything like him. No. You're just like Monokuma. Both of you are cowards. You never speak the truth or show your true face. Wait, coward? You say some interesting things sometimes, Kaito. Smiling, putting on a mask, never saying what you really think. That kind of cowardice is just like Monokuma. Daddy, they're calling you a coward. Aren't you gonna do something? Yeah, I just gotta do my signature laugh, right? Mach das mal. There, oh mein Gott, was ist los mit dir? Ich glaube ja, dass er die Rolle nur spielt gerade, aber ich weiß nicht so ganz warum. Ich meine, wir hatten ja dieses Gespräch mit Kokichi und Monokuma einmal, wo Kokichi irgendeinen Plan hatte und dem Monokuma abgesprochen hat. Aber wir wissen immer noch nicht, was das war. Hat das noch was mit diesem Mod hier zu tun? Listen up, Kokichi. To hell with this game of suspicion crap. I will never be okay with it. I'm just gonna believe in everyone. Instead of suspecting my friends, I'm gonna find the truth by believing in them. Ich hätte echt das Wort Truth nehmen sollen. Ich dachte, lie wird viel öfter gesagt als Truth, aber irgendwie sagen die ganze Zeit nur Truth und ich lie. Was ist denn los mit euch, Leute? Seid nicht so positiv heute. If you can win this game like that, then sure, be my guest. Of course I can. I don't need your permission. How long are you guys going to argue? Let's hurry this up and continue. If we don't find the culprit, then we'll all die, you know that? Oh, you're right. I'm sorry. If we are going to begin searching for the culprit, let's start with Kokichi's story. Huh? My story? You were meeting with Mew, but she ended up as the victim. So it's only natural for us to think you're the killer, right? Here's my answer. I never met up with Mew. You didn't? I tried to go to the roof to meet up with her, but the door was locked. But isn't lockpicking your specialty? You should have been able to open it easy. Yeah, aber womit war es mal verschlossen? Ich weiß es gar nicht mehr gerade. Es war auf jeden Fall nicht mit einem normalen Schlüssel oder so verschlossen. Also ich weiß nicht, ob man das echt hätte öffnen können mit Lockpicking. Ich glaube halt nicht. I couldn't pick locks with my avatar body. I didn't have the tools for it either. Das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Wäre es in der virtuellen Welt überhaupt möglich gewesen? Wahrscheinlich halt nicht. Also, I never went to the roof. Not even for the meeting. I remember. You and Gonta went off together when we first started looking. But was the door to the roof actually locked?
When I was on the roof before logging out, the door wasn't locked. Huh? How should I know? Then who locks the door to the roof? I already told you. How should I know? When I went to the roof, it wasn't locked. So you gotta be lying. Zwei. Ich glaube, noch ein ganzes... Nein, sagen wir ein halbes. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben, ne? So, das passt so. What good would it be if I lied? I don't want to die either, you know. Und das ist jetzt die zweite Hälfte. Okay, ich korrigiere, das waren jetzt insgesamt zwei Drittel ungefähr. Dann musste ich rülpsen und jetzt habe ich keine Lust mehr. Lying would do you a lot of good if you're the culprit. Okay, das ist jetzt eine dritte Drittel. Wisst ihr was? Ich lasse noch einen Schluck übrig. Ich weiß noch nicht, was die nächste Zeile ist. Ja, Kokichi? Oh, I see. I didn't realize that. Ja, ja, tu nicht so. What kind of response is that? That's suspicious as hell. Und sehr offensichtlich eine Lüge. Wait, there's no point in arguing. Okay. Now, the truth will come out eventually. Before we get to that, we need to discover the truth behind Mew's death. Truth? There were mysterious circumstances surrounding her death. We need to make sense of those first. Wow, Shuichi, you know your way around this game. Yes, keep up the hard work. The fate of our lives rests in your hands. So, what is this strange circumstance? Kokichi claims it was Mew who chose the meeting place. But I'm wondering how she got from the chapel to the mansion's roof. I see. Mew sent the bridge connecting the mansion and chapel into the river herself. Das ist richtig. Mit Absicht. Weil wir dann nicht mehr wissen würden, wie sie auf die andere Seite gekommen ist. Aber ich weiß es. Oh, so she stood me up? It's very rude to break a promise. It's true. First we need to determine if Mew was actually there or not. Did she go? Or was she never on the roof at all? Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie auf die andere Seite kommen konnte. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ob sie dann wirklich auf dem Dach war, was weiß ich, interessiert mich nicht. Also doch, interessiert mich wahrscheinlich schon, aber jetzt gerade noch nicht. I'm sure she was waiting on the rooftop of the mansion. No, Mew should have been at the chapel. If you look at where her avatar fell, it's right next to the chapel. How would she have gotten to the mansion? There was no bridge over the river. A bridge would be the only way to get across. So, her meeting with Kokichi... She stood me up! Ich hab absolut keine Ahnung. At first glance, it seems as if it's impossible for me to go to the mansion. But there has to be some evidence that shows it was possible. Mew is waiting for me ja, to arrive. Aber was genau von den Sachen, die ich hier habe? Stimmt, zum gewissen Account war, dass sie Mew gesehen hat. Also... Muss ja hier gewesen sein. Gott, ich kann die Steuerung überhaupt nicht mehr. Es tut mir so leid. Ah, wogegen spricht das jetzt? Ich meine, ja. Natürlich ist es richtig, dass sie das wegen auf der anderen Seite gewesen sein muss. Aber. Achso, darauf vielleicht einfach. Ja, gut. So simpel ist es dann doch. Wow. Well then. Ich denke viel zu viel nach.